Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel VfL Bochum 1848 gegen den 1. FC Heidenheim 1846. Ergebnis 1848 schlägt 1846 mit 2:1. Ich darf nicht nur die hier anwesenden Medienvertreter recht herzlich begrüßen und selbstverständlich auch unsere Gäste aus Heidenheim, sondern auch unsere Gäste und Besucher in den VIP-Bereichen der Stadtwerke Bochum Lounge, dem VIP-Treff Nordtribüne und unsere Fans im benachbarten 1848. An meiner Seite die beiden Cheftrainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim und Gert-Jan Verbeek vom VfL. Und wie immer gebührt den Gästen das erste Wort. Herr Schmidt, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg, dem VfL Bochum. Ich bin sehr enttäuscht, wie sicherlich meine Spieler auch, weil ich glaube, dass für uns heute mehr drin war. Allerdings muss man sagen, dass wir ja, in der ersten Halbzeit extrem leichtfertig verteidigt haben. Wir wussten, dass der VfL dieses Spiel mit der Balleroberung und der schnelle Ball in die Spitze auf Napa sehr gut beherrscht. Das 1-0 gehen wir nicht richtig in Zweikampf, 20 Meter vorm Tor der Bochumer verlieren den Ball. Der Ball geht schnell in die Spitze. Wir verpassen uns in der Innenverteidigung. Es fällt das 1-0. Hatten danach gleich eine gute Möglichkeit, durch Dennis Tomalla den Ausgleich zu machen, haben aber zu lange gebraucht, wie eigentlich im ganzen Spiel, um zum Torabschluss zu kommen. Und wie gesagt, dann auch die Entstehung zum 2-0 wieder ähnlich, wieder der lange Ball. Es kommt zu dieser 1-gegen-1-Situation im 16er, zur Elfmetersituation und der Rückstand zum 2-0. Bis zur Halbzeit haben wir es nicht gut gemacht. In der zweiten Halbzeit dann, finde ich, haben wir nochmal umgestellt, sind nochmal mehr Risiko gegangen und haben das Spiel im Griff gehabt. Der Gegner war tief gestanden, hat auf Konter gesetzt, war natürlich da immer gefährlich, aber nach dem 2-1 durch die Freistoßsituation haben wir immer das Gefühl gehabt, es ist eine Frage der Zeit, bis wir diesen Punch ja auch setzen, um dann zum 2-2 zu kommen. Aber durch die vielen Aktionen über den Flügel, viele Flankenbälle, die alle zu unpräzise waren, wir haben uns nicht durchgesetzt in der entscheidenden Zone im 16er drin, ist uns nicht gelungen, da zurückzukommen. Vom Aufwand her, vom Wille kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles probiert, hier nicht als Verlierer den Platz zu verlassen, aber es gehört eben mehr dazu, nämlich Präzision, Durchsetzungsvermögen und auch die allerletzte Überzeugung. Und die haben wir in letzter Konsequenz nicht gehabt. Fehler in der Defensive, vorne in gewissen Situationen einfach nicht durchsetzungsfähig genug und teilweise auch zu harmlos. An der Stelle müssen wir arbeiten, damit man gegen eine Mannschaft, die gut Fußball spielen kann, aber auch das schnelle Umkehrspiel beherrscht, erfolgreich sein kann. Ja, und von daher nochmal, wir sind riesig enttäuscht und müssen jetzt schauen, dass wir es nächsten Freitag gegen KSC dann besser machen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schmidt. Gert-Jan, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, ich kann nur sagen, dass ich, wenn man den Heinheim jetzt 2 Jahre verfolgt. Ja, da haben die nicht so einen großen Umbruch gehabt wie wir am Ende der Saison in die neue Saison gestartet mit vielen derselben Spieler wie letztes Jahr. Und da sieht man auch Vorausgang, sind die Entwicklung von einer Mannschaft, ja, die schon dann unangenehm war in letzter Saison. Und das wussten wir in diesen Spielern auch, die sind sehr gut gestartet. Ja, und es ist sehr ungewöhnlich, wenn ich die Statistiken sehe, dass wir nur 37% Ballbesitz gehabt haben. Normal gesprochen ist es andersrum. Aber in die Lage, wo wir auf diesem Moment sind, ja, ist es so, dass wir nicht das machen können, was wir gerne wollen. Und ich kann nur meiner Mannschaft Komplimenten machen, die Art und Weise, wie das angegangen sind. Die erste Halbzeit hatten wir probiert, hoch Druck zu setzen. Das ist nicht gelungen. Die haben immer wieder darunter weggespielt. Die haben die Linien zum Stürmer offen gemacht im Zentrum. Das gab uns einige Probleme. Glück für uns war das Umschaltspiel gut. Ja, und haben wir auch das 1-0 bekommen. Und nicht viel länger danach noch auch das 2-0. Das hat etwas Selbstvertrauen gegeben. Dann haben wir ja schon in Zone 2 uns zurückfallen lassen. Ja, weil immer mehr Spieler von Heinheim zurückgehen, um die Ballen zu holen und die Ballrunden zu spielen, ja, um die Lücken zu bekommen und die Laufwege offen zu machen. Ja, das gab uns danach weniger Probleme, gut zusammengehalten, aber wir haben das Initiativ weggegeben. Und das haben wir auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr zurückbekommen. Dann, also Standard wieder, ist das 2-1 gefallen. Ja, und dann weiß man in den letzten 20, 25 Minuten, dass es schwer wird. Ja, auch weil wir wieder einige Umsetzungen machen mussten, nicht weil ich wollte, ja, aber der Felix Bastians hatte muskuläre Probleme.
Der Johannes Würz, ja, war mit dem Kopf gegen einen Gegner angekommen und war da dizzy im Halbzeit, hat es noch probiert, ja, aber die Kraft war ihm weggegangen nach einer halben Stunde. Insgesamt kann ich nur sagen, großes Kompliment von meiner Mannschaft, wie die gekämpft haben, mit Leidenschaft die 3 Punkte geholt. Ja, und das ist auch eine Qualität, wo in diesem Moment, wo in die Lage, wo wir sind, man Gebrauch von machen muss, weil wir brauchen natürlich auch die Punkte. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen an einen oder beide Trainer haben, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Dann wird Ihnen ein Mikrofon gereicht und dann kann es losgehen. Die Hände scheinen unten zu bleiben. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Unseren Gästen einen guten Weg nach Hause. Und es dauert jetzt ein bisschen, bis wir uns hier wiedersehen. Am 18. November ist dann Eintracht Braunschweig hier zu Gast.